Zwei We Love Wrestling Shows in Norddeutschland liegen hinter uns. Grund genug, mal wieder darüber zu sprechen, was da überhaupt passiert ist. Und mit wir meine ich diesmal leider nicht den Pascal, der in der berühmt-berüchtigten Spätschicht gefangen ist. Aber dafür ist der Craigie bei mir. Hallo Craigie. Hi. Ja, diesmal keiner von uns am Start gewesen. Ist ja auch ein bisschen weit, gerade für dich, aber für Pascal und mich tatsächlich auch. Nichtsdestotrotz, beide Shows inzwischen schon auf YouTube hochgeladen. Dementsprechend haben wir es uns angesehen. Und vorweggenommen, meiner Meinung nach, eine Show war besser als die andere. Aber lass uns ruhig der Reihe nachgehen und in Bremen anfangen. Am 25.08. war man dort im Tivoli zu Gast. Und nach dem Ten-Bell-Salute für Terry Funk kam es auch schon zum ersten Championship-Match, Lawrence Roman gegen Michael Oku. Als ich diese Match-Ansetzung gelesen hatte, war für mich die große Vermutung Time-Limit-Draw und so sollte es kommen. Wenn ich ein 15-minütiges Time-Limit habe, natürlich ein guter Weg, beide Worker zu schützen, die beide ja stark gepusht und präsentiert werden. Craigie, hat es dich überrascht oder hast du auch so ein bisschen damit gerechnet? Also jetzt wirklich überrascht würde ich nicht sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, hätte man vielleicht eine bessere Lösung finden können. Es ist immerhin schon das zweite Time Limit Draw, was Lawrence Roman in der letzten Zeit eingefahren hat. Aber es zeigt auch ein bisschen so Cracks in der Risse in der Regentschaft von Lawrence Roman. Insofern vielleicht gar nicht so ein schlechter Weg. Und wie du schon sagtest, ist es natürlich ein guter Weg, um beide Worker zu schützen. Ja, Michael Oku ja, seit er da ist, durchaus stark gepusht worden. Konnte einige gute Matches zeigen. Ist ja auch ein fantastischer Worker. Hab ihn in England auch gesehen bei RevPro. Also kriegt es auf jeden Fall hin, dass die Zuschauer hinter ihm stehen. Und bin gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Richtig den Titel bei ihm. Auf jeden Fall auch, ja. Ja. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Mein Fehler. Ich finde bin sehr beeindruckt von Michael Oku und wenn sie den noch öfter rankriegen, dann hätte ich auch absolut nichts dagegen, wenn er sich eine Championship schnappen würde. Ja, ich denke, Shotgun Championship wäre dann hier schon mal ein ganz guter Weg, den ersten Titel einzufahren, aber mal abwarten. Lawrence Roman auf jeden Fall auch jetzt mit einer sehr, sehr guten Regentschaft bislang, aber Ambos ja auch. Ja, über die beiden Shows werden wir auch noch drüber zu reden kommen, weiterhin sehr stark präsentiert. Zweite Match war eigentlich so das Übergangsmatch für die Show in Hamburg in der Markthalle. Axel Tischer, Peter Tiani, die stecken ja in ihrer Best-of-Five-Serie. Da sollte es in Hamburg ja auch zum Match 4 kommen. Jetzt gab es hier erstmal ein Tag-Team-Match. Tristan Archer und Axel Tischer gegen Elia Blum und Peter Tiani. Und auch da ein bisschen das erwartbare Ergebnis. Elia Blum im Match, um den Pin zu nehmen. Tischer, der hier den Sieg einfahren konnte, während Archer dann Tiani davon abhielt, einzugreifen. Hier denke ich das erwartete Ergebnis, oder? Ja, also ich meine, es gab eigentlich nur zwei mögliche Ergebnisse. Entweder Tischer pinnt Blum oder Tiani pinnt Archer, genau. Sorry. Und das Tischer-Blum-Pint war natürlich der deutlich bessere Aufbau für die Match-Serie. Ich finde, da sieht man schon so ein bisschen das Thema der Show von Bremen an den ersten beiden Matches. Es ist so eine Aufbaushow irgendwie. Also auch das erste ist so, liefert einen Grundstock für eine Weiterführung der Fehde eventuell, für einen eventuellen Shotgun-Titel-Win von Michael Oku und jetzt das zweite Match auch ein Aufbau-Match im Prinzip für die Fehde zwischen Tiani und Tischer, wobei ja tatsächlich dann für Blum und Archer auch noch was bei rausgekommen ist. Ich wollte es gerade sagen, Aufbaushow in zwei Matches eigentlich drei Dinge aufgebaut, denn wie du sagtest, in Hamburg sind ja dann der Franzose und Elia Blum aufeinander getroffen. Zwei Matches mit einer Klappe geschlagen, wenn man so möchte. man verzeihe mir dieses schlechte Wortspiel. lass uns weitergehen. Denn da können wir dann in Hamburg noch drüber sprechen, beziehungsweise wenn wir über Hamburg sprechen, darauf eingehen.
jetzt erstmal Michael Schenkenberg nach der triumphalen Rückkehr, möchte ich es mal nennen. Nein, nach den guten Reaktionen beim Shortcut. Michael Schenkenberg hier gegen Jacob Crane. Ja, und das Match war dann auch der Beweis dafür, dass man mit Rod und Flott Pläne hat, wie sich ja im Verlauf des Wochenendes auch herausstellen sollte. Also Schenkenberg konnte hier gegen Crane gewinnen. Ja, wie hast du es gesehen? Ja, also das Matchergebnis auch hier relativ vorhersehbar, zumindest wenn man erwartet hat, dass mit Rod und Flott mehr gemacht wird. Ich habe tatsächlich im Laufe des dieses Wochenendes, also dieser beiden Shows, den Eindruck bekommen, dass Charisma vielleicht noch nicht ganz fit ist oder irgendwas hat, weil sie den ziemlich aus dem Ring gehalten haben mit allen Mitteln. Nichtsdestotrotz, Schenkenberg eine sehr solide Leistung. Crane ist ja eh immer toll anzusehen im Ring mit seinem Gehabe, also vor dem habe ich einiges an Respekt gewonnen. Und ich muss sagen, diese neue Rolle, die Rod und Flott jetzt einnehmen, als Rules Lawyer quasi, also als Regelfanatiker, die finde ich sehr spannend. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war nach dem Vlog des Shortcuts, wo Nikita Charisma ja auch sagte, dass er Jura studiert im, ich weiß nicht, wie vierten Semester. Scheint auf jeden Fall eine Art Storyline zu sein, die beiden da jetzt gerade aufbauen. Auch da kommen wir natürlich später noch zu, denn die beiden wurden nicht zum letzten Mal gesehen. Ja. Aber was ich auch ganz gut fand, Crane hatte das Match ja, oder war ja in diesem Pinfall, wo er die Beine auf dem Seil hatte. Und das hat Charisma ja dann unterbunden, also hat halt den Referee darauf aufmerksam gemacht. Aber Schenkenberg selber hat das Match ja dann auch genau dadurch gewonnen, dass er die Beine aufs Seil gelegt hatte. Also, ja, die Regeln gelten halt nicht für alle gleich. Ja, genau, das wollte ich halt sagen. So, ne? Man ist halt trotzdem hier jetzt nicht so dieses absolut Over-Babyface, sondern schon opportunistisch unterwegs. So, das gefällt mir dann eigentlich ganz gut. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, auch das sollte sich ein bisschen durch das Wochenende ziehen. Gut, anschließend, ja, ein absolutes Filler-Match. Da ging es um nicht so wahnsinnig viel. Da konnte man einfach zwei Worker auf die Matchcard bekommen. Maggot hat gegen Sansa Volto gewonnen. Das Interessanteste daran für mich war, dass Sansa Volto danach Maggot nicht die Hand schütteln wollte. Ja, Maggot nach dem Sieg beim Shortcut wird hier ein bisschen gepusht. Auch das, Craigy, denke ich, recht logisch, oder? Ja, also Maggot muss ja auf jeden Fall aufgebaut werden nach seinem Shortcut-Sieg, der für mich zumindest etwas unerwartet kam. Ich weiß nicht, wie andere Leute das empfinden da draußen, aber für mich hatte er noch nicht diesen Main-Event-Status, zumindest aktuell nicht. Deswegen ist es ganz gut, dass sie ihm ein paar Siege geben vor seinem Titelmatch dann, damit man ihn dann dort auch ernst nehmen kann. Diese Sache mit Volto und dem Handshake, bin ich nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Da gab es ja dann in der zweiten Show fast schon ein Gegenstück dazu. Mhm. Und irgendwie, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das interpretieren soll. Also ich sehe, vielleicht waren sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob sie Volto als Heel oder als Face darstellen wollen, oder ich weiß es nicht genau. Es ist ein bisschen merkwürdig. Ja, ich denke auch, dass sie sich das ein bisschen offen halten wollen. In Hamburg waren ja die Vorzeichen dann auch nochmal andersrum, sage ich mal. Auch können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Dort trat er gegen Fast Helmudo an. Können wir gleich nochmal bequatschen. Aber ja, hat er jetzt auch vorher schon Spannungen gehabt mit Aigle Blanc, der ja momentan, glaube ich, immer noch auf Japan-Tour ist. Und auch die beiden hatten ja gewisse Spannungen. Also Sansa Volto momentan seit dem Verlust seiner Maske ja, sehr wechselhaft unterwegs, möchte ich sagen. Bin ich auch gespannt, wo es mit dem jungen Mann dann hingehen wird. Ich meine, das Potenzial hat er ja, das Aussehen sowieso. Ich fände es jetzt schön, wenn sie sich für ihn noch auf eine einheitliche Linie einfahren könnten, weil ansonsten ist es halt schwer, sich irgendwie hinter ihn zu stellen, wenn man nicht genau weiß, wofür er überhaupt stehen soll. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das im Rahmen des Tag Team Festivals dann auch passieren wird, dass es da entweder mit Aigle Blanc zum Bruch kommen wird oder halt ja, vielleicht doch zur Wiederbesinnung face-lastiger Werte, möchte ich es mal nennen. Ich glaube, so lange wird man es sich offen halten. Gut, es ist auch nur noch die eine Show, die
Show mit der britischen Promotion. North Wrestling, glaube ich. Von daher ist jetzt eh nicht mehr so viel Zeit. Es ist ja auch schon diesen Monat soweit. von daher, ja, ich bin gespannt. Aber ich denke, dass wir da Senza Voltos nächste Richtung dann präsentiert bekommen. Dann für mich eins der Highlights, und ich bin so froh, dass er wieder da ist, oder dass sie dadurch auch wieder da sind, Dennis Dulnig und Hector Invictus gegen Massimo Pesca und Norman Harras. Ja, und ich bin heilfroh, dass hier Dulnig und Invictus gewonnen haben, weil erstens ist natürlich das Tag-Team aus Massimo Pesca und Norman Harras die Definition von random, meiner Meinung nach. Ja, und Dulnig und Hector sind einfach als Tag-Team großartig. Also du kanntest die ja noch gar nicht. Wie hat dir das Debüt der beiden gefallen? Also dein Debüt. Das Debüt für dich. Du weißt, was ich meine. Ja, also du hast recht. Ich kannte sie vorher nicht. Ich muss auch jetzt sagen, ich bin noch nicht so gehypt von ihnen. Es ist auf jeden Fall ein nettes Potenzial drin. Der Act, den die machen, der ist ab und zu ganz lustig. Wirklich überzeugt bin ich noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass ich es ein bisschen aufwärme für sie. Also in der zweiten Show hat es mir schon besser gefallen als in der ersten. In den Backstage-Segmenten, die wir gesehen haben, habe ich das Gefühl, ich komme so langsam rein in ihr Spiel quasi. Ja, diese Ansetzung war natürlich ganz klar, um die beiden, die jetzt quasi aus längerer Pause, wenn ich es richtig verstanden habe, zurückgekommen sind, wieder ein bisschen zu pushen. Und Harras und Massimo Pesca, die hatten ja dann ein Match in Hamburg. Mhm. Und wenn ich es recht verstanden habe, wurde das Match in Hamburg angesetzt, weil Pesca Harras einen Slap verpasst hat beim Shotgun. Und dass die beiden in ein Tag-Team gesteckt wurden, war nur, weil es auch random ist, genau wie das andere Tag-Team, quasi zwei random Dudes sind, die sich eigentlich nicht mögen. Also, random Ansetzungen, insofern das etablierte Tag-Team gewinnen lassen, ist auf jeden Fall die gute Entscheidung. Ja, Dennis Dulnig, der hatte sich letztes Jahr, ich glaube ein oder zwei Monate nach dem Karat, also 22, am Kreuzband verletzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hat ja dann sein Comeback beim Shortcut gegeben. Aber vorher dann auch schon. Also dieses Tag-Team, wo Hector eigentlich nicht so Lust drauf hatte, war da auch gerade so im Anlaufen. Der hat die beiden dann auch irgendwo in ein Tag-Team-Turnier oder was rein, also nicht ins Turnier, aber in so ein Gauntlet, glaube ich, reingesteckt. Und Hector hatte keine Lust, dann hat Dennis ihm einfach seine Stiefel geklaut und dann musste Hector hinterherlaufen und dann waren die doch im Match. Und ja, nur so Chaos. Aber das wurde halt dann unterbrochen durch Dulnigs Verletzung und man lässt sie jetzt wieder aufleben. Ich bin gespannt, aber ich glaube, die beiden, je nachdem, auf wen sie dann im... Achso, ja, wir wollen ja gar nicht vorweggehen, aber je nachdem, wer in der Zukunft ihre Gegner sein werden, können die, glaube ich, schon sehr unterhaltsame Matches abliefern. Ja. Dann für mich die Überraschung der Show. Delmi Exo verlor ihren Titel an Ava Everett, die dann erste dreifache WXW, inzwischen nennen sie es ja Women's World Champion ist. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, aber ja, ich weiß natürlich auch nicht, wie Delmi Exos Stundenplan, hätte jetzt was gesagt, wie ihr Kalender aussieht. Vielleicht auch die einzig logische Sache, ist jetzt halt so ein Hin- und Her-Gewechsel, was ich bei Titeln immer ein bisschen schade finde, wenn Titel halt zwischen zwei Kontrahentinnen hin und her wechseln. Was ist denn deine Meinung? Ja, ich denke auch, dass das was mit Travel Plans oder mit Booking Decision zu tun hat, also Booking von Fly-Ins. Ist natürlich dann immer, ist halt ein Risiko, ne? Immer wenn man einen Fly-In einen Titel gibt, wenn der dann irgendwann sagt, ja, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, dann ist halt vorbei, ne? Hm. Ob das bei Demi Exo der Fall ist, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich im Hinterkopf, dass sie für drei Auftritte gebucht worden wäre, initial. Und das war jetzt erst ihr zweiter, also keine Ahnung, vielleicht war die Information, die ich hatte, einfach falsch oder haben sich neue Sachen ergeben. Auf jeden Fall, ja, fand ich auch sehr überraschend, diesen Titelwechsel.
Allerdings jetzt auch nicht schlimm. Also ich mag Ava Everett tatsächlich. Ich finde ihre Art super. Ich mag dieses In-Your-Face-Gabe von ihr. Im Ring ist sie jetzt auch nicht die schlechteste. Also kann ich mitleben. Ja, man muss doch sagen, vielleicht sind es auch die Abstände, in denen sie nach Deutschland kommt. Aber das ist wirklich eine Wrestlerin, wo man einfach echt Fortschritte sieht. Also ich weiß noch, wo sie zum ersten Mal da war. Und ja, das war ja auch mein erstes Mal dann bei der WXW, glaube ich. Und da waren sich alle einig so, naja. Und dann kam sie dann irgendwie für ihre zweite Tour wieder und man dachte, oh krass, nee, die hat echt Fortschritte gemacht. So, und inzwischen sehr unterhaltsam. Vielleicht auch eine Frage des Selbstbewusstseins bei ihr. Ich meine, ist ja auch ein Gimmick, wo man hinterstehen muss, sage ich mal, damit es eine gewisse Wirkung hat. Aber ja, auch in Verbindung mit Jacob Crane einfach großartig. Also die beiden sind wirklich füreinander im Ring geschaffen, wenn man so will. Das macht schon sehr viel Spaß. Und ja, ich habe auch nichts gegen den Titelwechsel, aber ich finde halt so, dann hätte sie den Titel jetzt auch nicht zwangsweise verlieren müssen. Aber so haben wir Delmi Exo zumindest mal gesehen. Ja. Vorletztes Match schon. Ja, die Show, wie gesagt, nicht mit besonders viel Auswirkungen, über die wir groß philosophieren müssten. Gerade beim nächsten Match, das war, ich glaube einfach mal, um Mudo einen Sieg zu geben und Alex Duke in einer größeren Show zu präsentieren. Auf jeden Fall konnte Fast Herr Mudo das Aufeinandertreffen gewinnen. Ja, für ihn natürlich mal wieder ganz schön, hier ein Match zu gewinnen. Ist er ja selber auch ein bisschen im Backstage-Vlog drauf eingegangen, dass er ja immer wieder Siege einfährt, aber halt die Großen nicht so ganz. Ja, baut man hier mit Fast Time Mudo tatsächlich mal sowas wie eine Storyline auf? Hätte ich nichts gegen. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, WXW zu schauen, aber seitdem ich es schaue, hat man mit Fast Herr Mudo nichts Großes gemacht. Keine Story gehabt, keine Promos, kein nichts. Also es war jetzt auch das erste Mal, dass ich ihn wirklich länger reden habe hören in diesem Backstage-Vlog. Ja, also klar, das Match, absoluter Filler, also mehr Definition von Filler geht kaum. Ja, das stimmt. Und definitiv verdienter Sieg für Mudo. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn man mit ihm jetzt was aufbauen würde. So eine kleine Underdog-Story, wo er immer so gerade den letzten Schritt nicht hinkriegt und auf der Jagd Relevanz. nach dem letzten Sieg ist quasi. Okay. Fände ich gar nicht so schlecht. Ja, wie du sagst, seit du da bist, hat man mit Udo eigentlich nichts angefangen. Das kann ich 1:1 so wiedergeben. Als ich zum ersten Mal da war, war er Tag Team Champion mit Stephanie Mays. Beziehungsweise sie haben die Titel da gewonnen. Und dann hat sich Stephanie Mays wieder verletzt. Und seitdem, also das war Karat 22. Und seitdem Udo einfach im, ja, der, den man mal anruft, wenn man mal einen braucht, der sich hinlegt, sag ich mal. Oder um die Karte zu füllen. Viel mehr war es da einfach nicht. Und der Junge ist ja wirklich nicht schlecht. Auch ich würde mich freuen, da einfach mal irgendwas wie eine Story zu bekommen. Drücken wir mal die Daumen. Aber der Auftritt im Vlog macht da ja ein bisschen Mut. Mut für Mudo. So, wir kommen zum Main Event. Noch ein Titelmatch. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Drei der vier Titel standen auf dem Spiel. Und die Only Friends verloren den Titel tatsächlich an den Amboss. Also Robert Dreisker Double Champ und Ikarus hatte seinen Titel auch zurück. Ja, allerdings durch Low Blows und wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, Rod und Flott haben hier den Videoschiedsrichter gespielt, haben sich das aus dem Fußball abgeschaut, sind dann mit Rainer Ringer zum Ring gekommen und haben dem Referee gezeigt, hier, guck mal, habe ich alles aufgenommen. Ja, und dann statt Titelgewinn Disqualifikation. Und somit weiterhin die Only Friends als Tag Team Champions. Immer ein bisschen schwierig, diese Videobeweisgeschichten und so, weil, wie erkläre ich es in Zukunft, wenn ich das dann nicht anwende? Aber ja, um Rod und Flott ein wenig Storyline zu bringen, war es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Wie ist es bei dir? Ich war zuerst auch zwiegespalten, aber so nach der zweiten Show und dem Vlog dann hinterher, so nachdem ich es ein bisschen Revue habe passieren lassen, muss ich mittlerweile sagen, finde ich es gar nicht so schlecht. Auch unter dem Aspekt, also ich verstehe dieses
diese Hesitation. Wie erkläre ich dann später, wenn ich es nicht mache? Aber wenn das so ein Ding ist, was Rott und Flott jetzt machen, und ich meine, man hat ja gesehen, sie haben den Videobeweis gezeigt, danach kam die Disqualifikation, Amboss hat die OnlyFriends angegriffen danach, und Rott und Flott, die haben zugeschaut und sind einfach wieder Backstage gegangen, so nach dem Motto, das ist nicht unser Ding, wir haben getan, wofür wir hier waren. In dem Zusammenhang, finde ich, kann man das sogar ganz gut erklären, dass es halt einfach nur dann passiert, wenn Rott und Flott darin einen Vorteil für sich sehen. Also das ist, der Videobeweis ist quasi ein Rott und Flott-Ding. Genau. Der Rott und Flott-Beweis. Ja, also so würde ich es zumindest aktuell interpretieren, und ich finde, so könnte man es auch am besten erklären, dass es einfach was ist, was die machen und nur die und nur dann, wann sie es für sinnvoll für sich, für ihre Ziele erachten. Ja, da bin ich gespannt. Das wäre natürlich dann wirklich ganz interessant, das stimmt. Wenn jetzt natürlich noch mehr Leute anfangen, das zu machen, dann kann man, glaube ich, einpacken. Ja, davon gehe ich nicht aus. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja mit den beiden genauso weitergehen, wie du sagst. Aber darf ich noch kurz sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass die OnlyFriends den Titel verloren haben, nur um danach enttäuscht zu werden. Ja, ja, OnlyFriends, ich habe mit Pascal die Show zusammengeschaut, also bei YouTube, und wir waren uns einig, es ist einfach ein Team, womit wir nicht so ganz warm werden. Warum auch immer. Beim Publikum kommen sie ja gut an, aber... Ja, die haben halt diese Ballermann-Party-Atmosphäre, und wenn man die nicht mag, dann wird man die, glaube ich, auch nicht mögen. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich würde sagen, Craigie, kommen wir zur Show in Hamburg. Ja, und hier angesprochen, gab es dann das Aufeinandertreffen zwischen Elia Bloom und Tristan Archer. Ja, man hatte, ich will gar nicht sagen, man hat es irgendwie erklärt, dass die beiden aufeinandertreffen, aber ja, nach dem Tag-Team-Match am Vorabend war es dann einfach so. Und Elia Bloom konnte hier den, wie es von allen Leuten genannt wurde, größten Sieg seiner Karriere einfahren. Ja gut, Tristan Archer natürlich einer der gestandenen Leute der WXW. Dem schadet jetzt so eine Niederlage, glaube ich, auch nicht. Ist ja momentan auch in keiner wirklich relevanten Storyline. Und für Elia Bloom, ja, einfach nochmal eine Belohnung für starke Leistungen in letzter Zeit, oder? Ja, sehe ich auch so. Also Elia Bloom macht einen extrem guten Eindruck. Man sieht hier eine sehr starke Verbesserung in den letzten Monaten bei ihm. Bin eigentlich sehr beeindruckt mittlerweile von seiner Performance. Und er tritt ja auch, glaube ich, in ungefähr jeder Show auf. Also er ist auch immer dabei, immer mit on the road. Also ja, hat sich das auf jeden Fall verdient, da sich so einen Push rauszuholen. Und ja, wenn wir später noch über den Backstage-Vlog reden im Detail, dann hat man ja offensichtlich sogar noch ein bisschen mehr mit ihm vor. Ja, das können wir sehr gerne machen. Können wir vielleicht auch jetzt drauf eingehen, bevor wir dann nachher... Klar, können wir auch jetzt machen. Also, ja. Sie haben ihn ja gezeigt, dass er sich tierisch über seinen Sieg gefreut hat und versucht, seinem Freund Anil Marik das mitzuteilen, den er allerdings nicht erreichen kann seit dem Shortcut. Also offenbar ist da irgendwas im Kommen zwischen den beiden. Ja, Anil Marik, ja, generell war ja die Story um sein Comeback sehr... Also er hat halt viele Niederlagen eingesteckt, gerade halt gegen seinen ehemaligen Coach, gegen Dreisker und den Amboss. Scheint das jetzt gerade nicht ganz so gut zu verkraften, mal wieder. Die Niederlage gegen Dreisker war ja auch eine sehr eindeutige Niederlage beim Shortcut. Genau, aber mit den beiden scheint sich da irgendeine Art von Story anzubahnen, in welche Richtung auch immer. Aber ja, ich finde es richtig, auf jeden Fall auf Elia Bloom zu setzen. Ist auch beim Publikum als Schnurrbartmann durchaus over. Also ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Jungen weitergeht. Hat sich echt einen gewissen Namen gemacht. Ja, definitiv. Ja, danach das Match, ja, Haras gegen Pesca, die beiden, die als Tag Team überhaupt nicht funktioniert haben, hatten dann ein kurzes Match in Hamburg gegeneinander, und ja, Massimo Pesca
manchmal tut es einem fast schon ein bisschen leid, aber der zieht ja wirklich so gut wie gar keine Reaktion irgendwie. Dementsprechend war es natürlich auch richtig, Norman Harras hier gewinnen zu lassen. Pesca durchaus nicht schlecht im Ring, aber irgendwie, weiß ich nicht, so, ihm fehlt halt der Funke, den Ilja Blum gefunden hat, um beim Publikum so ein bisschen anzukommen. Auch Pesca ja jetzt schon des Öfteren dabei gewesen, aber ja, so ganz überzeugt vom Gimmick bin ich da noch nicht. Wie siehst du das? Ja, ich bin auch absolut nicht überzeugt. Also Gimmick sehe ich da auch ehrlich gesagt keins. Er hampelt halt ein bisschen rum und feiert sich so ein bisschen, aber das macht ja ungefähr jeder Wrestler. Also er hat kein Alleinstellungsmerkmal. Er ist auch relativ klein, zumindest im Vergleich zu Harras. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu anderen vorliegen gerade, aber ich erinnere mich, dass er relativ klein gewirkt hat im Vergleich zu Harras und wenn man dann nicht irgendwie sich mit seinem Stil ein bisschen absetzen kann, dann geht man halt einfach schnell unter über so einer, also Harras ist ja ein durchaus überzeugender Heel und nimmt Raum ein mit seiner Persönlichkeit und wenn man sich da halt nicht dann davon abheben kann, dann geht man halt schnell unter. Und das ist Massimo Pesca in der Situation, glaube ich, passiert, weil mir ist nicht viel an dem Match im Gedächtnis geblieben, außer das Finish. Ja, ist so. Das war, glaube ich, von allen 7 Matches, die da auf der Karte standen, sicherlich das unscheinbarste und was man vielleicht am schnellsten wieder so hinter sich gelassen hat. Es war ja auch relativ kurz, ich glaube, so um die 8 Minuten ging es, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, Harras hier einfach mit dem Sieg. Ja, wo man mit dem hin will, muss man auch mal schauen. Hat ja immer wieder seine Spitzen, die er da Richtung Michael Smolik verteilt. Aber der müsste sich halt auch erstmal wieder zur WXW begeben, um da irgendwas weiter voranzutreiben. Mal schauen, wo es mit Harras weitergeht. Hier jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein Sieg gegen Pesca, was es auf lange Sicht bringt. Ich behaupte, ja, das Match wird schnell wieder vergessen sein und kaum Auswirkungen auf die Zukunft haben. Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sich den Heat von Harras nicht versagt, dadurch, dass man ihn zu lange sich warm hält. Also irgendeine Storyline wird er bald brauchen. Ansonsten ist das Momentum, dass er sich durch seine letzte Storyline gegen Levaniel und Konsorten gezogen hat, das Momentum geht ansonsten verloren, wenn man da Ja. jetzt nicht aufpasst. Ja, stimme ich zu. Sonst ist es halt irgendwann alles sehr irrelevant und man denkt sich, warum sollte ich da gerade investieren, wenn er dann halt gegen Leute wie Massimo Pesca antritt, die er dann zwar besiegt, aber so what. Ja, mal schauen. Momentan glaube ich auch noch nichts für das Tag Team Festival für ihn. Mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Ich hätte immer noch nichts dagegen, wenn er eine Fehde gegen Etean führen würde. Ja. Ist halt die Frage, Metehan gefühlt auch nicht bei jeder Show dabei. Heute war er dann, oder bei der Show, über die wir gerade sprechen, war er dann da. Aber generell ja auch jetzt kein Dauergast bei der WXW, muss man mal schauen. Aber klar, wenn er beim Tag Team Festival dabei wäre, könnte man da durchaus was spinnen. Sind ja eigentlich auch noch ein paar Rechnungen offen vom Abschluss der Levaniel Simmons, Metehan und Harras-Fehde. Also gebe ich dir recht. Das wäre nochmal eine interessante Geschichte. Danach die beiden WXW Women's World Champions, Jacob Crane und Ava Everett. Die Du meinst wohl Y2 die Y2QT Champions. Genau, die Y2QT Champions gegen Dulnik und Hector. Ja, auch hier das einzig richtige Ergebnis, denn auch das können wir jetzt schon sagen, weil da kam der Vlog danach. Dennis Dulnik hat die beiden angemeldet fürs Tag Team Festival. Sie haben dann auch einen Spot bekommen. Genau, und dementsprechend natürlich die richtige Entscheidung, ihnen beide Siege am Wochenende zu geben. Und man muss auch sagen, warum, also inwiefern könnten Ava und Jacob Crane von einem Tag Team Sieg profitieren? Ich denke, das hätte niemandem geschadet. Eher, ja, dem, ich sag's jetzt mal, Comedy Tag Team nochmal genutzt. 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 Ja. Wie hast du es gesehen? Ja, nee, Ergebnis auch auf jeden Fall das Richtige. Wie du schon sagst, es nutzt dem etablierten Tag Team in Anführungszeichen etwas mehr, gerade wenn sie jetzt bei dem Tag Team Festival auftreten und Ever Everett schadet es tatsächlich nicht, weil es halt einfach nicht ihr Forte ist, so ein Tag Team
Match zu bestreiten. Also sie ist ein Singles-Champion, da macht es jetzt nicht so viel aus, wenn sie ein Tag-Team-Match verliert. Ne. Und man muss ja auch sagen, es waren ja auch erschwerte Vorzeichen für die Y2Cuties, denn Dennis Dolnik hat ihr Freundschaftsarmbändchen einfach backstage liegen lassen. Ganz schön dreist, also. Sehr dreist, das fand ich auch. Sehr herzlos, ja. Waren Ava Average und Jake O'Kren auch alles andere als begeistert. Naja, mal gucken, ob es da noch eine Fortsetzung zu gibt. Ganz interessant, Ava Everett im Backstage-Vlog, können wir jetzt einfach auch noch mal kurz drauf eingehen, denn sie wird bei Femme Fatale antreten gegen Devlin Macabre und es geht tatsächlich um zwei Titel, und zwar die WXW Women's World Championship und die GWF Women's Championship. Ich war etwas überrascht, aber die beiden großen deutschen Ligen oder die größten deutschen Ligen arbeiten hier anscheinend zusammen. Ja, und GWF schickt seine Titelträgerin zu Femme Fatale. Ja, hat mich auch überrascht. Normalerweise, wenn Titel außerhalb der Promotion verteidigt werden, werden sie ja verteidigt, außer natürlich in so einem Fall. Also da kann es durchaus sein, dass es hier, dass der Titel außerhalb der eigenen Promotion verloren wird. Was wir tatsächlich bei der WXW auch letztens erst hatten, als Ava Everett gegen Del Jimmy Miexo Uso. verloren hat. Also absolut unvorhersehbare Ansetzung, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, was daraus wird, was man daraus spinnt. Es kann natürlich sein, dass sie einfach keine weiteren Pläne aktuell haben für den Women's Title und sagen, sie wollen ihn nochmal in eine andere Promotion schicken, um es weiter zu promoten. Aber ja, keine Ahnung. Ja, werte natürlich Femme Fatale noch mal ein bisschen auf. Wir haben hier zwei Titelmatches drin, um insgesamt drei Titel. Wir haben ja auch noch das Body Slam Women's Match, Alice Inc. gegen Regina Rosendahl. Ist natürlich alles etwas, wo wir noch mal en Detail drüber sprechen werden bei unserem etwas größeren Preview aufs ja, Tag Team Festival Wochenende. Von daher gehen wir da jetzt nicht super detailliert drauf ein, aber die Matchcard, ja. Also für Femme Fatale kann die Matchcard für Femme Fatale kann sich durchaus sehen lassen, so langsam. Nichtsdestotrotz war ich da etwas überrascht, dass man den GWF-Titel auf die Card genommen hat. Jetzt Cesar Volto gegen Farsa Mudo und wir haben es vorhin gesagt, hier waren die Vorzeichen umgedreht, denn Cesar Volto gewann dieses Match gegen Mudo und hier war er derjenige, der den Handshake annehmen wollte. Also vielleicht ist sein Gimmick einfach schlechter Verlierer, Craigie. Das kann natürlich sein. Der Gedanke ist mir tatsächlich noch nicht gekommen, jetzt wo du es sagst. Kann natürlich sein, dass er den Handshake nur anbietet, wenn er gewinnt, ja. Das ist eine sehr einfache und sehr logische Erklärung, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Aber gut, müssen wir beobachten, ob das so bleibt. Er wird ja noch mehrere Matches haben und wird bestimmt noch einige Handshakes annehmen oder ablehnen können, wenn er das möchte. Ja, mindestens ein Match wird er beim Tag Team Festival zumindest haben. Dennoch eher, wie schon angesprochen, die Franchadors, die Gewinner des letzten Jahres, stehen hier wieder im Turnier. Also Volto und Aigle Blanc. Und ja, wir werden sehen, wem und warum sie die Hände schütteln. Apropos World Tag Team Festival, das nächste Match war ein Qualifier. Ja, Rod und Flood gegen Metehan und Rambo. Und du hast es angesprochen, wir sind auch drüber hinweggesprungen. Mir fällt es nämlich gerade wieder ein. Am Anfang der Show, relativ am Anfang der Show, war Schenkenberg, also war eigentlich Rod und Flood zum Interview angekündigt, aber dort stand nur Schenkenberg. Und dann hörten wir irgendwann Gerumpel und Schreie. Und als Schenkenberg nachgucken ging, ja, sahen wir Nikita Charisma, der eine Treppe runtergeworfen wurde. Dementsprechend startete das Match dann als Handicap-Match und ja, ein paar Minuten vor Schluss kam Charisma dann doch zurück. War teilweise dann ganz lustig, fand ich, weil er hat dann ganz gute Moves gezeigt und sich dann immer wieder erinnert, oh, ich muss meinen Rücken sellen. Das sah teilweise dann schon ganz witzig aus. Ja, ich finde, es war für Metan und Rambo, die haben nicht besonders gut ausgesehen, dass sie sich gegen Schenkenberg in Überzahl eigentlich überhaupt nicht durchsetzen konnten. Und am Ende dann, ja, folgerichtig auch der Sieg für Rod und Flott.
Ich glaube, mit Methan und Rambo hat man momentan, vielleicht auch aus Termingründen, ich weiß es nicht, aber nicht so wahnsinnig viel vor, oder? Ne, den Eindruck hatte ich auch. Also, es war schon eine sehr dominante Performance, die Schenkenberg hier abgeliefert hat. Also, wenn man was mit Methan vorhat und es nicht irgendwie damit zu tun hat, dass er outclassed wurde von, dass sie zu zweit outclassed wurden von einem Einzelnen, dann weiß ich nicht, was man sonst mit ihm vorhaben könnte. Schade eigentlich, weil ich finde Metehan einen sehr interessanten Charakter und auch seine Allianz mit Rambo hat durchaus Potenzial, aber wie du schon sagst, es kann natürlich sein, dass es irgendwelche anderen Gründe gibt, terminlich oder sonst irgendwas. Dass es deswegen einfach nicht hinhaut und dann kann man es nutzen, um ein anderes Tag-Team aufzubauen. Es sieht fast ein bisschen so aus, als würden sie Rod und Flott als fast schon einen Favoriten fürs ins World Tag Team Festival schicken wollen, so von dem, was präsentiert wurde bisher. Also viel Storyline haben sie bekommen über die beiden Shows und wurden sehr dominant dargestellt. Also ja. Ich glaube, die Reaktionen, die beiden bekommen, sprechen natürlich auch ein bisschen für sich. Damals beim Karat ja schon, damals vor einem halben Jahr halt. beim Lang Karat, ist her. Ja, und auch beim Shortcut und so. Also die beiden ja wirklich mit großartigen Reaktionen, absolut over beim Publikum. Ich finde auch am Mikrofon durchaus unterhaltsam, also sicherlich ein Paket, dem man über kurz oder lang definitiv mal wieder die Titel geben könnte. Ob man jetzt hier von Face-Team zu Face-Team geht, ist natürlich im Turnier locker möglich, aber bleibt ein bisschen abzuwarten. Aber auch da reden wir natürlich nochmal ganz in Ruhe drüber, was wir vermuten. Genau, aber Rod und Flott sicherlich einer der großen Favoriten im World Tag Team Festival. Dann Co-Main-Event. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es der Co-Main-Event war, aber gut, es war, Hamburg, vielleicht wollte man da einfach mit Bobby ganz ins Main Event gehen, aber Tiani gegen Tischer, die beiden reißen ja wirklich absolut ab. Leider war es sehr vorhersehbar, was hier passieren wird, einfach weil man sich's nicht nehmen lassen wollte, beim World Tag Team Festival Match 5 zu zeigen. Dementsprechend konnte Tiani hier ausgleichen und es war das erste Match, in dem er sich gleichwertig präsentiert hat, möchte ich mal sagen. Die ersten beiden Matches Tischer relativ dominant gewonnen, Match 3 eigentlich nur verloren, weil er so ein bisschen arrogant geworden war, sag ich mal, und ein bisschen mit Tiani spielen wollte. Und jetzt, ja, eine sehr ausgeglichene Leistung und verdienter Sieg für Tiani. Aber ich freue mich trotzdem auf Match 5, auch wenn es vorhersehbar war. Wie geht's hier? Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf Match 5. Am Anfang der Serie habe ich noch drüber nachgedacht, ob man vielleicht Tischer einen 3-0-Sieg oder einen 3-1-Sieg geben möchte, einfach nur, um ihn für irgendetwas krass zu pushen oder um Tihani eine Comeback-Story zu geben. Aber die Comeback-Story haben sie jetzt quasi ein bisschen abgekürzt durch das innerhalb der Match-Serie drin gelassen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also die Matches, die beiden auf die Beine stellen, die sind sehr sehenswert, sehr unterhaltsam und ein Feuerwerk. Also da freue ich mich auch definitiv auf Match 5. Und ich finde, man sieht tatsächlich auch so eine Entwicklung, die Tihani darstellt, auch wenn sie faktisch Tihani von Anfang an schon die Fähigkeiten hatte, um Tischer zu besiegen, aber Storytelling-technisch haben sie es natürlich so dargestellt, als wäre er am Anfang unterlegen und hätte sich jetzt quasi zurückgekämpft und hätte sich jetzt auf das gleiche Level gekämpft und das haben sie gut dargestellt und glaubwürdig vor allem auch dargestellt, was ich sehr gut finde. Ja, finde ich auch. Und sicherlich eines der Highlights, die wir dann beim Tag Team Festival Verzeihung, haben werden. Genau. Dann hatten wir ja zum Abschluss noch ein Six-Man-Tag-Team-Match. Der Amboss, vollzählig wie er nun mal ist, es sind ja nur noch 3 Mitglieder, konnten dann gegen Maggot und die Only Friends gewinnen. Amboss durchaus gestärkt. Wir haben jetzt auch gelernt, Freebird Rule wird es nicht geben und das einzig Sinnvolle eigentlich, wie ich finde, Lawrence Roman und Dreiska gehen als Champions
gehen als Champions, gehen als Tag Team, auch als Champions, aber die gehen als Tag Team ins Tag Team Festival und Ikarus wird es ja dann mit Dover zu tun bekommen. Das haben wir ja im Backstage-Vlog gelernt. Aber kurz zum Match, Craigie, wie hat es dir gefallen? Ich muss zugeben, ich habe das Match ein bisschen durchgeskippt, weil es mich jetzt nicht so gerissen hat. Es war halt irgendwie so ein bisschen Standard-Geschichte, wie das halt bei so zusammengewürfelten Teams aus zumindest vermeintlichen Main-Eventern ja immer ist. Also Maggot war ja eigentlich nur drin, weil Dreisker drin war und sie das Titelmatch irgendwann haben werden. Also so eine richtige Story stand da eigentlich nicht dahinter und dementsprechend war es so ein bisschen by the books und hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt. Nee, ich fand auch, es war halt der Name wegen dem Main Event, aber so Tiani Tisha war ja durchaus das unterhaltsamere Match eigentlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Also vor allem, wenn man vorher Tiani gegen Tisha hatte, dann im Anschluss dieses Match sich anzuschauen, war nicht unbedingt das Spannendste. Nee, wie du halt sagst, man will Maggot jetzt nochmal gegen Dreisker stellen, mal gespannt, die beiden werden ja irgendwann in Frankfurt aufeinandertreffen. Hab jetzt gerade das Datum nicht ganz auf dem Schirm, auf jeden Fall nach dem Tag Team Festival. Ja, gut. Das war auf jeden Fall die Show. Dann wurden die letzten Teams fürs Tag Team Festival angekündigt. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Also Rod und Flott dabei, Dulnik Hector dabei und halt Amboss in Form von Lawrence Roman und Robert Dreisker. Ikarus wird auf Dover treffen, bin ich sehr gespannt. Ja. Dazu würde ich gerne noch ein, zwei Worte sagen. Na klar. Warum hat man das im Backstage-Vlog angekündigt? Also sehr nonchalant und sehr forgettable fast schon. Also ich weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Also da hätte man ruhig ein bisschen mehr Zeit sich nehmen können, vielleicht auch ein bisschen, wenn es an Geld liegt, um Dover zu booken, ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollen, um Dover mal einen Kurzauftritt geben zu lassen, irgendwo einzugreifen. Also, weiß nicht, der Aufbau zwischen Dover und Ikarus hätte so viel Potenzial gehabt und jetzt in so einem Backstage-Vlog einfach nur, ja, ich habe dann übrigens dann das Match gegen den. So, irgendwie enttäuschend. Findest du nicht auch? Ja, durchaus. Ich glaube nicht, dass es am Geld liegt, weil ich glaube, WXW und gerade die Arrows sich da sehr gegenseitig unterstützen. Also ich glaube, Dreisker war mitverantwortlich oder hat sehr viel mitgeholfen beim Aufbau der Wrestling-Schule da drüben in Ungarn und mit der ganzen Szene ist er da auch eng dabei. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie am Geld, eher am Terminlichen gescheitert ist, würde ich fast tippen. Aber ja, es wäre schon schön gewesen, wenn er irgendwie nochmal rausgekommen wäre, vielleicht dann nochmal Ikarus das ein oder andere Match gekostet hätte, statt die verkleideten Figuren wie gegen, ich glaube, Michael Oku war es, beim Shortcut, richtig? Ja, müsste es so gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich den Kopf verdrehen musste, um sie überhaupt sehen zu können. Ja, da saßen wir nicht gut für, das stimmt. Ja, das wäre schon ganz nett gewesen. Man hätte es vielleicht auch, ja, ich weiß es nicht. Man hätte auch einen Auftritt bei Nacht 1 von ihm haben können, um dann das Match für Nacht 2 oder Nacht 3 zu haben. Man hat ja eigentlich genug Zeit, auch beim Tag Team Festival. Das fand ich dann auch ein bisschen schade. Aber was mich auch nochmal interessieren würde, wie du es siehst, also mit Lawrence Roman und Dreisker haben wir die beiden Singles Champions jetzt als Team drin. Also wir können es ja nur ganz kurz anreißen und dann nochmal ausführlicher besprechen, dann wird auch Pascal, denke ich, wieder dabei sein. Gibt es dann gar kein Singles-Match oder heißt das frühes Ausscheiden des Amboss oder was denkst du, was wird da passieren in die Richtung? Eine gute Frage. Also wenn wir kein Titelmatch von Dreisker bekommen an dem Wochenende, dann wäre ich schon ehrlich gesagt ein kleines bisschen enttäuscht. Ja, vor allem halt beide Titel. Also du hast halt drei Nächte plus die Nebenshows, so irgendwie komplett ohne Shotgun und ohne World-Title-Match und so. Gut, Shotgun wirst du sicherlich irgendwo auf eine Wheel of Wrestling-Card packen, aber ja, ich fände es auch schade. Andersrum springt mir momentan auch niemand ins Auge, der Dreisker gerade glaubhaft herausfordern könnte. Nee, also man kann natürlich das Tag-Team-Festival nutzen, vielleicht mit einem vorzeitigen Ausscheiden von Amboss, um Dreisker oder Roman oder beiden einen spontanen Gegner zu geben. Das stimmt. Wir haben ja auch genug Fly-Ins, die vielleicht mit einem Pop auch
Und wenn dann jemand da irgendwie dafür sorgt, dass Amboss ausscheidet, dann aber selber auch rausfliegt, dass die dann vielleicht einen Title-Shot bekommen am nächsten Tag oder so. Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen könnte. Ansonsten, also wie gesagt, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn beide Titel unverteidigt bleiben würden am Wochenende. Klar, ich meine, es ist das Tag-Team-Festival, aber trotzdem ist es halt irgendwie, ich finde, so eine, bei so einem großen Event sollten auch möglichst viele Titel verteidigt werden, meiner Meinung nach. Ja, und du hast halt auch genug Shows, die du füllen musst. Also klar, wir werden 10 Tag-Team-Matches haben. Glaube ich, 6 Viertelfinals, 3 Halbfinals und das Finale, genau 10 Stück, also was schon mal weniger ist eigentlich als letztes Jahr, da gab es ja 13. Von daher hat man eigentlich mehr als genug Zeit, gerade nach 2 und 3, um da halt auch dementsprechend noch das eine oder andere Titelmatch zu haben. Also ich denke eigentlich schon, dass wir, ja, also wenn der Amboss nicht ins Finale kommt, wovon ich dann einfach mal nicht ausgehen würde, dass wir dann 30er zumindest in Nacht 3 nochmal einen Titel verteidigen sehen. Naja. Aber das besprechen wir nochmal ganz in Ruhe, wenn wir unseren großen Preview-Podcast haben. Nicht unterschlagen möchte ich, dass natürlich auch ein 12. Match angekündigt wurde. Und zwar aus den Vereinigten Staaten, die Second Gear Crew von GCW. Craig und ich waren uns einig, wir wissen nichts über die beiden, also von daher lassen wir uns da einfach überraschen. Genau, aber Manders und Mans Warner, vom Namen her, beide Namen schon mal gehört, aber ja, ich bin sehr gespannt. GCW steht ja auch so ein bisschen für hartes Wrestling. Ich denke nicht, dass wir da jetzt Deathmatch Wrestling in den Tag Team Festival Shows sehen werden, aber ich glaube, wir können uns da zumindest auf ein recht hartes Match freuen. Ja, habe ich noch irgendwas aus dem Backstage Vlog vergessen, was relevant wäre für die kommenden Wochen? Ich denke, da wir ja über die Tag-Teams, die dort angekündigt wurden, sonst noch angekündigt wurden, im Detail nochmal sprechen werden, denke ich, sollten wir das Relevante alles erledigt haben. Gut. Ach, nein, eine Sache noch, fällt mir gerade auf. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es geht Backstage jemand rum, der versucht, Leute anzuwerben. Ja, stimmt. Den habe ich beim Fan Appreciation Night bei der Academy Show gesehen. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein, aber da war er schon als Manager unterwegs. Ja, aber bislang sehr erfolglos, bin ich auch mal gespannt. Er war da mit so einem kleineren australischen Wrestler unterwegs. Mhm. Aber der war bisher noch nicht in den Main Shows zu sehen. Der Name fällt mir gerade aber auch nicht ein. So ein sehr gewollt deutscher adliger Name auf jeden Fall. Ja, dreiteiliger Name auf ja, jeden ja, Fall, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ja, bei Maggot und Senza Volto. Senza Volto sehr erfolglos gewesen bisher. Ja, anbiedernd, aber erfolglos, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, sein Angebot war nicht sehr ansprechend. Also. Ja, eigentlich war es ja auch kein Angebot, außer ich bringe dich halt Richtung Titel. Und ja, Maggot genau. Steht halt gerade im Titelmatch und man denkt sich so, ja, schafft er vielleicht auch selber. Komm mal wieder, wenn er das Match vielleicht verloren hat. Dann biete mir mal konkret was an. Ja, vielleicht genau. Eine PowerPoint-Präsentation, was auch für konkrete nicht. Schritte du machen würdest. Ja, das wird dann aber ein langer Vlog. Ja gut, aber wer weiß, vielleicht in Zukunft bringen sie da nicht auf schlechte Gedanken. Gut, Craigie. Ja, es war sehr kurzweilig. Obwohl die Shows jetzt nicht die aller relevantesten waren, aber es hat nochmal die letzten Weichen gegen Tag Team Festival gestellt, auf das ich mich inzwischen doch sehr freue. Auch da ein paar Leute mal wieder zu sehen und so. Ich glaube, das wird ein sehr gelungenes Wochenende. Es ist ja auch bald soweit. Wie gesagt, heute, also für euch wahrscheinlich vor ein paar Tagen, ist unsere Interviewserie gestartet. Also schaut auch da gerne mal rein. Wir haben wieder einige Wrestlerinnen und Wrestler für unsere Interviews gewinnen können. Genau, also jetzt nicht ganz täglich um 18 Uhr, aber ich glaube, 5-mal die Woche bringen wir da was raus. Dann kommt noch irgendwann unser großer Preview-Podcast und dann ist es auch schon soweit mit Inner Circle, wo ich auf jeden Fall da sein werde, wo der Pascal da sein wird, wo Psycho Mike da sein wird, der Jacob Crane hoffentlich ins Nirvana Buddy slammen wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ja, ich glaube, die nächsten Wochen, ich freue mich sehr drauf. Also nachdem die beiden beim Tag Team Festival wieder aufeinandertreffen werden, sehe ich die Chance, dass ich mir ein No More Body Slam T-Shirt kaufe, nicht mehr so ganz gegen null.
Ich bin sehr gespannt. Auch darüber werden wir dann nach dem Tag Team Festival reden, was Craigie so an Merchandise gekauft hat. Ja, Craigie, vielen Dank auf jeden Fall. Und von mir soll es das gewesen sein. Kommentare gerne wie immer irgendwo reinschreiben. Mit etwas Glück lesen wir sie auch. Alles klar. Ich sage bis dahin nochmal danke, Craigie, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir auch und bis dann.